Herbert Weirater, du bist ein Speaker bei der Interactive West 2019 und du hast die Drone Champions League unter deiner Leitung. Jetzt ist es natürlich so, die Menschen trennen gerne die virtuelle Welt von der realen Welt. Du mit den Drohnen verbindest beides. Macht es für dich überhaupt Sinn, das zu trennen? Ja, für uns macht es extrem viel Sinn, weil wir einerseits eine reale Rennliga mit echten Drohnen, so wie dir, und andererseits ein Computerspiel auf PlayStation, auf Xbox, auf PC, wo sich die Leute für die reale Welt qualifizieren können. Bei uns ist das in dem Sinn genial, weil der Skill genau der gleiche ist. Wenn du am Computer gut bist, bist du im echten auch genauso gut und umgekehrt. Und das ist einfach wahrscheinlich die einzige Sportart, wo es das so gibt. Und darum verschmelzen wir eben reale und virtuelle Welt sehr, sehr gerne. Ja, wie du selber schon gesagt hast, ich verbinde das. Ich fahre ein virtuelles Rennen, am Schluss ist es ein Rennen in der realen Welt. Wenn ich es mit der Virtual Reality Brille mache, quasi also so sicher Drohne ist, hier habe ich beides ja gleichzeitig. Wenn es klappt, sagen wir mal so, das ist ja immer so ein Thema. Dann hat der kurze Sinn, ab wenn ist für die etwas real? Wie viel Prozent virtuell ist nur real? Wie viel Prozent real ist virtuell? Das ist eine gute Frage. Also, wenn man es so nimmt, durch das, dass jeder die Realdrohne mit der Videobrille pflückt, ist es schon, ja, schon noch zwischen virtuell und real. Aber ich würde sagen, solange eine echte Drohne immer noch pflückt, ist das immer noch die reale Welt. Und wenn dann virtuelle Drohne in der virtuellen Welt pflückt, dann ist es von mir der klare Strich.